Im heutigen Video stellen wir euch die Top 5 preiswertesten Fußballschuhe 2020 vor. Servus Leute, was geht? Willkommen zu einem brandneuen Video hier auf eurem Fußballschuhkanal Nummer 1. Und heute geht es um das Thema die preiswertesten Fußballschuhe 2020. Wie im Intro gehört, geht es heute um die preiswertesten Fußballschuhe 2020. Und genau dieses Thema haben wir für euch wieder ein Voting zusammengestellt. Und zwar bei dein-fußballschuh.de findet ihr nachher nochmal verlinkt. Dort findet ihr auch alle Schuhe nochmal als Link, um sie euch dann auch zu kaufen. Denn das Wichtige ist, die Preise, die wir euch heute vorstellen, die sind auch nur so bei dein-fußballschuh.de verfügbar. Wir haben darauf geachtet, sehr preisgünstige Fußballschuhe, aber teilweise natürlich auch sehr performance-starke Fußballschuhe mit reinzunehmen. Einfach um das Thema preiswert bestmöglich zu bedienen. Es sind unterschiedliche Preise dabei, sprich für welche, die sehr wenig Geld ausgeben wollen. Und natürlich auch Schuhe, die trotzdem preiswert sind, aber eher ein höheres Budget benötigen. Dass für jeden was dabei ist. Jetzt haben wir aber genug gelabert. Ihr findet, wie gesagt, alle Schuhe unten verlinkt, falls ihr zuschlagen wollt. Seid auf jeden Fall schnell, aktuell sind das nämlich sehr, sehr gute Preise. Jetzt aber genug gelabert, wir starten mit Schuh Nummer 5, beziehungsweise Platz Nummer 5. Und zwar der New Balance Furion V6. Dieser Fußballschuh hier kam Anfang des Jahres frisch raus und hat auch definitiv endlich mal Aufmerksamkeit für New Balance gebracht, weil sie einen sehr, sehr guten Fußballschuh herausgebracht haben mit dem sogenannten Fitwave-Obermaterial. Ein sehr, sehr softes Material, extrem weich und angenehm am Fuß. Spiele ihn sehr, sehr gerne, ist auch ein Speedboot, sprich für schnelle und dribbelstarke Spieler auf jeden Fall geeignet und ist ja auch nicht ohne Grund der Fußballschuh von Sadio Mané. Und jetzt kommen wir natürlich zum Entscheidenden, zum Preis, und zwar gibt es diesen Fußballschuh für 135 Euro. Bei dein-fußballschuh.de findet ihr natürlich unten nochmal verlinkt. Wir haben natürlich Rabatt auf diesen Fußballschuh, deshalb hat das auch in die Liste geschafft. Wir haben aktuell 65 Euro Rabatt auf diesen Fußballschuh statt 199 Euro, beziehungsweise 209 Euro kostet normalerweise, haben wir ihn für 135 da. Deshalb natürlich aufgrund der Performance und auch am Preis-Leistungs-Verhältnis definitiv hier verdient in diesem Voting auf Platz Nummer 5. Weiter geht's mit einem Fußballschuh, den ihr schon öfter in diesen Votings gesehen habt, und zwar der Puma Future 5.1. Auch 6.1 zählt eigentlich dazu, ist ja der identische Schuh. Ein sehr, sehr angenehmer Fußballschuh, mit der beste Fußballschuh, wenn es um das Thema Komfort geht. Wir haben hier das Netfit Upper, das ist ja die letzte Generation des Futures mit Netfit Upper, wo ihr die Möglichkeit habt, den Schuh personalisiert zu schnüren, sprich auf euren Fuß auch individualisiert anzupassen. Dadurch hat man einen sehr, sehr guten Komfort, einen angenehmen Lockdown, sprich man fühlt sich sicher am Schuh, hat aber gleichzeitig auch genügend Platz. Auch der Touch ist angenehm, hat hier auf jeden Fall ein sehr, sehr softes Obermaterial und an sich auf jeden Fall ein Fußballschuh, der sehr gut ist für breite Füße. Und auch diesen Fußballschuh muss man definitiv in diesem Voting unterbringen. Ich will gerade beim Schneiden, wollte jetzt eigentlich den Preis für den Puma Future 5.1 angeben, nochmal überprüfen. Jetzt habe ich aber tatsächlich mitbekommen, wir haben ein befristetes Angebot, ich sehe es hier gerade, und zwar für Puma Future 5.1 für 65,90 € statt 199 Euro. Also ein richtig, richtig krasses Angebot zu diesem Fußballschuh für gerade mal 65,90 €. Ist, wie gesagt, befristet. Ich kann euch nicht sagen, wie lange dieser Deal steht. Also seid definitiv schnell, falls ihr euch den Schuh zulegen wollt. Ich glaube, einen krasseren Deal zum Puma Future gab es noch nie. Also seid definitiv schnell. Unten ist alles verlinkt und jetzt wieder zurück ins Video. Und natürlich aufgrund der Performance ein sehr, sehr beliebter Fußballschuh. Wie gesagt, speziell bei Spielern mit breiten Füßen. Und mit diesem Preis definitiv ein verdienter Anwärter für Platz Nummer 4. Bevor wir jetzt zu den Top 3 kommen, wo das Ganze ein bisschen spannender wird, kommen jetzt noch ein paar Fußballschuhe, die es knapp nicht in die Top 5 geschafft haben. Nicht, weil ich sie performance-stark nicht gut finde oder der Preis nicht gut ist, sondern es ist jetzt hier so meine Meinung. Das sind trotzdem sehr, sehr gute Fußballschuhe und auch extrem preiswert. Und wir starten mit einem Fußballschuh, den wahrscheinlich weniger auf dem Schirm hatten. Und zwar den Mizuno Morelia Neo Beta 3 Made in Japan, also wirklich die Made in Japan Version, die Top-Version
kostet eigentlich sehr, sehr viel Geld, über 300 Euro. Wir haben den Fußballschuh aktuell noch in begrenzter Stückzahl für 151 Euro bei uns bei deinemfußballschuh.de im Shop. Ist ein extrem cooler Fußballschuh für Lederfußballschuhfans, ein absolutes Muss. Ist ein Speedboot und trotzdem ein Lederobermaterial und glänzt vor allem im Bereich Haltbarkeit. Man kann es nicht anders sagen, das ist ein sehr, sehr langlebiger Fußballschuh. Da gibt es sogar eine Mitsumo-Garantie, sprich, falls der Fußballschuh kaputt geht, kriegt ihr das Geld zurück. So gut ist die Verarbeitung und dieses Jahr definitiv einen Riesensprung nach vorne gemacht, da die Menschen immer mehr erkennen, okay, Mizuno definitiv underrated, zumindest auch meiner Meinung nach. Ich feiere ihn extrem und spiele ihn auch sehr, 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 sehr gerne. Deshalb, falls ihr euch mal einen Lederfußballschuh zulegen wollt, kann ich euch den Mizuno Morelia Neo definitiv empfehlen. Aber auch ein weiterer Lederfußballschuh hat es hier eigentlich in den Top 5 auf jeden Fall verdient, aber ich musste natürlich so ein bisschen Abwechslung schaffen. Deshalb auch knapp nicht dabei gewesen. Und zwar dieser hier, der Puma King Platinum, hatte dieses Jahr sehr, sehr viel Aufmerksamkeit bekommen durch einen gewissen Neymar Junior, der diesen Fußballschuh jetzt knapp ein Viertel, fast ein halbes Jahr gespielt hat. Wie gesagt, auch ein Lederfußballschuh, der noch ein bisschen mehr Komfort drumherum bietet. Mizuno achtet wirklich darauf, dass der Fußballschuh maximal leicht ist und damit natürlich auch ein Speedboot ist. Das haben wir hier beispielsweise nicht. Auch ein sehr guter Fußballschuh, wird angenehm weich nach der Einlaufphase. Also ein sehr komfortabler Fußballschuh, wie gesagt. Sehr, 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 sehr guter Komfort, kann man nicht anders sagen. Der Touch ist auch angenehm. Wenn es auch ein bisschen direkteren Touch beispielsweise in Synthetik-Fußballschuhen gibt, wird das Obermaterial sehr, sehr weich, wo man hier eigentlich keine Probleme hat. Und jetzt kommen wir zum Krassen. Diesen Fußballschuh gibt es schon ab 68,50 Euro. Also definitiv eigentlich einer, der es in den Top 5 verdient hat. Aber wir wollten, wie gesagt, ein bisschen Abwechslung schaffen. Ihr findet, wie gesagt, alle Schuhe unten verlinkt, falls ihr zuschlagen wollt. Die Preise sind natürlich aktuell sehr, sehr gut. Sprich, seid auf jeden Fall schnell. Ihr könnt auch die Fußballschuhe, falls sie euch nicht passen, wieder zurückschicken. Bei unserem Partner Sport 2000 haben wir die Möglichkeit, dass ihr 14 Tage kostenfrei zurückschicken könnt. Also behaltet das auf jeden Fall im Hinterkopf. Dann kommen wir noch zu einem Fußballschuh, der auch knapp gescheitert ist, und zwar der Adidas X Ghosted Point One. Ein sehr, sehr cooler Fußballschuh. Haben wir dieses Jahr auch ein episches Review gedreht. Ist ja der Speedboot aus dem Hause Adidas. Und hat natürlich da auch für ordentlich Aufmerksamkeit gesorgt, ist maximal aufs Thema Geschwindigkeit ausgelegt mit seiner Carbitex-Sohle, Carbonfasern, die wirklich helfen sollen, maximale Beschleunigung auf den Platz zu bringen. Kam dieses Jahr erst raus, kostet eigentlich 219,95 Euro. Bei uns gibt es ihn aber tatsächlich ab 151 Euro, sprich ein brandneuer Fußballschuh mit brandneuer Technologie bei uns mit einem sehr, sehr guten Rabatt. Feiert den Schuh auf jeden Fall mega. Klar, 150 Euro ist immer noch eine Menge Geld, aber im Vergleich zu 220 Euro definitiv nochmal 70 Euro Rabatt. Das sollte man sich auf jeden Fall nicht entgehen lassen, falls man sich den Adidas X Ghosted Point 3 zulegen möchte. Man glaubt es kaum, wir sind bei den Top 3 angekommen und wir labern nicht drum herum. Wir kommen zu einem Fußballschuh, der dieses Jahr natürlich extrem viel Hype abbekommen hat. Und zwar, die Rede ist natürlich vom Adidas Predator 20.1 mit seinem Demon Skin Obermaterial. Wir haben hier Spikes auf dem Obermaterial, das kam sehr, sehr gut bei euch an. Sehr, sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, auch völlig zu Recht. Eine ganz, ganz neue Innovation bzw. was sehr, sehr Spezielles. Für mich ein sehr, sehr guter Fußballschuh, ich spiele ihn sehr, sehr gerne. Haltbarkeitstechnisch bei den Spikes manchmal so ein bisschen Probleme gehabt bei anderen Schuhen als beim Predator in verschiedenen Colorways. Manchmal Probleme, manchmal gar keine Probleme. Habt auch ihr erzählt, dass es da immer so ein bisschen unterschiedlich gibt. Aber vor allem der Komfort feiere ich mega. Wir haben hier einen sehr, sehr großen Vorderfußbereich, sprich viel Volumen, schmalen Mittelfußbereich und schmalen Fersenbereich. Fällt allgemein auch etwas größer aus. Ich spiele beispielsweise in einer halben Nummer kleiner. Kostet eigentlich auch 219 Euro, aber wir sind hier bei den preiswerten Fußballschuhen, sprich auch hier aktuell für 147 Euro den Schuh zu haben. Feiere ich mega diesen Preis, weil er frisch rausgekommen ist, immer noch ein absoluter Hype-Fußballschuh ist und trotzdem der Preis hier nochmal sehr gut angepasst worden ist und definitiv die Nachfrage bei diesem Fußballschuh auch da ist. Falls ihr euch noch sichern wollt, wie gesagt, findet ihr den Link natürlich wieder in der Beschreibung. Jetzt kommen wir zu einem Fußballschuh, der wahrscheinlich für euch jetzt ein bisschen überraschend in diesem Voting ist, und zwar der Nike Vapor 13 Dreamspeed 3. Jetzt fragen sich viele, okay, was macht dieser Fußballschuh hier? Wir kommen gleich zum Preis, jetzt aber erstmal zur Performance.
Dieser Fußballschuh ist mein Lieblingsfußballschuh, wie ihr unschwer wisst. Ein absolut performancestarker Fußballschuh, perfekt für das Thema Tempo-Dribbling und natürlich auch enge Ballführung geeignet. Wir haben sehr, sehr leichten Fußballschuh, das 360 Grad Flying Upper, was natürlich perfekt hilft beim Beschleunigen aus der Kurve, beim engen Ballführen und einen sehr, 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 sehr angenehmen direkten Touch durch das Flying-Obermaterial. Sprich, ein sehr performancestarker Fußballschuh. Der Preis ist natürlich hier immer noch etwas höher als bei den vorherigen Fußballschuhen, aber wir haben auch hier 33% Rabatt statt eigentlich 249 Euro bekommen den Fußballschuh bei uns aktuell sehr, sehr günstig, in Anführungszeichen sehr, sehr günstig. Klar, ist immer noch sehr, sehr viel Geld, aber für mich ist dieser Fußballschuh tatsächlich preiswert, weil er einfach performancetechnisch mit der beste bei den Fußballschuhen aktuell auf dem Markt ist und deshalb natürlich auch einen Platz verdient hat und überraschenderweise für den einen oder anderen vielleicht mit diesem Preis tatsächlich sogar auf Platz 2, aber für mich war das beim Thema Preiswert auch ein Ding, dass die Performance stimmen muss und das tut sie beim Raper 13 definitiv. Kommen wir zum absolut verdienten Platz Nummer 1 und auch einer der besten Fußballschuhe 2020 und zwar, könnt ihr es euch denken, der Puma Ultra. Definitiv ein sehr, sehr krasser Fußballschuh, kam auch bei den meisten bzw. bei allen eigentlich sehr, sehr gut an. Absoluter Hype-Fußballschuh, auch dieses Jahr kam frisch raus, der Speedboot aus dem Hause Puma. Wir haben hier ein Aramid-Carbonfasermaterial, das wirklich extrem dünn ist. Der Touch ist sehr, sehr direkt, 160 Gramm leicht, also optimal für das Thema Geschwindigkeit ausgelegt. Warum hat er jetzt tatsächlich sich den Platz Nummer 1 verdient? Ganz einfach, und zwar den Fußballschuh gibt es aktuell für 70 Euro zu kaufen. Und das als Top-Performance-Schuh, sprich, das ist das Elite-Modell von Puma. Und diesen Fußballschuh gibt es tatsächlich aktuell ab 70 Euro, also 130 Euro günstiger als normal. Was ihm definitiv den Titel als preiswertesten Fußballschuh 2020 definitiv gerecht wird. Nicht nur die Performance und der Preis, sondern das Gesamtpaket bei diesem Fußballschuh stimmt auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt, welchen Fußballschuh ihr aus diesem Voting euch holen möchtet, beziehungsweise welchen ihr am besten findet, könnt ihr gerne mal einen Kommentar da lassen. Falls ihr Fragen zum Schuh habt, bei dein-fußballschuh.de findet ihr auch nochmal alle Schuhe verlinkt. Unten ist der Link in der Beschreibung. Ihr könnt mir dort auch eine E-Mail schreiben, falls ihr Fragen habt, hey, kann ich den Fußballschuh bei dem und dem Fußart spielen, könnt ihr mir einfach eine E-Mail schreiben, helfe ich euch da gerne weiter. Seid auf jeden Fall schnell, schlag zu, weil die Preise aktuell natürlich sehr, sehr gut. Das war es auch schon wieder zum heutigen Video zu den preiswertesten Fußballschuhen 2020. Ich bin gespannt auf eure Meinung, welchen Fußballschuh würdet ihr euch ziehen, welchen findet ihr am coolsten und schlagt tatsächlich zu. Ich hoffe natürlich, wir haben für euch wieder sehr, sehr viel Aufwand betrieben, aber ich hoffe natürlich, das Ganze kommt bei euch gut an. Das soll es zum heutigen Video gewesen sein. Macht's gut, bleibt sportlich, haut rein und ciao.